Diese Geschichte schockt heute die ganze Welt. Der 19-jährige Timothy lässt sich in seiner Studentenverbindung auf ein Trinkritual ein und stirbt. 18 Studenten müssen sich nun vor Gericht verantworten, weil sie schuld an Timothys Tod sein sollen. Ja, also Leute, nicht blind durch die Gegend laufen, sondern in solchen Situationen helfen, mein Gott. Ganz anderes Thema. Mir geht's manchmal gut und mal schlecht. Ich fühle mich dick, ich habe keine Energie mehr, kann nicht mal die Katze behalten, aber so ist es nun mal. Tja, über diese Worte auf Englisch gesungen, diskutiert gerade ganz Deutschland. Denn der erste Song von YouTube-Star Bibi bricht gerade Rekorde und schreibt Geschichte. Allerdings nicht nur positiv. Ja, mehr zu Bibi gibt's auf taff.de. Weiter geht's bei uns mit den wichtigen Themen aus Deutschland und der Welt, zum Beispiel aus Frankreich. Hier ist der taff-Tag. Süß, das darf man auch mal zum Hai sagen. So, das, was wir Ihnen jetzt zeigen, liebe Leute, durften bisher eigentlich nur Männer sehen. Die Rede ist von der berühmt-berüchtigten Herbertstraße gleich neben der Reeperbahn in Hamburg. Eigentlich ja absolutes Sperrgebiet für Frauen. Doch Kiezpate Luciano bringt seit kurzem auch uns da rein. Richtig so, oder? Als eines der wenigen Fernsehteams überhaupt waren wir mal quasi live dabei. Weiter geht's mit taffen Mädels und Jungs. Mit 19 ein Energy-Drink-Unternehmen leiten, mit 21 Bürgermeister sein. Jetzt mal ehrlich, würden Sie sich das zutrauen? Also ich nicht. Chiara, Lorenz und Philipp wollen allerdings in jungen Jahren noch viel mehr erreichen. Wir haben die jüngsten und erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands getroffen und eine Woche lang begleitet. Wie kriegt man denn eigentlich Schule und Job so unter einen Hut? Hut ab, auf jeden Fall. Wie Ihre Haare schneller wachsen, das verraten wir Ihnen gleich. Vorher zeigen die Promis noch, dass es auch mit Perücke geht. Fake-Haare, Fake-Faces und neue Lippen. Hey, hier ist der taff-Klatsch. Ja, zurück in die reale Welt mit langen Haaren in nicht mal 4 Wochen. Geht nicht, geht angeblich doch. Auf Facebook, Instagram und Co. werden gerade 3 angebliche Wundermittel gehypt. Zum Beispiel einfach täglich eine Tasse Kakao trinken und schon wachsen die Haare schneller. Ob es wirklich funktioniert, wir haben es getestet. Jo, was sonst so alles möglich ist im Leben, das zeigt uns jetzt diese zauberhafte Person. Mantel vielleicht, könnten wir hier in München gebrauchen. Brrr, hoffen wir, dass es bis Sonntag besser wird. Da ist nämlich Muttertag und dieser Preis hier, der könnte helfen, falls Sie noch kein Geschenk haben. Eine Kette und ein Armband von Tiffany. 01379446000 nennen Sie das Kennwort Mama oder schicken Sie eine SMS mit Mama an 3x4, 3x1. Übrigens, jeder, der eine SMS schickt, kriegt noch einen 5-Euro-Blumengutschein direkt auf sein Handy geschickt. Nicht schlecht, oder? Los geht's. Zurück bei taff, live aus München. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind so 3 bis 4 Köpfe kleiner als alle anderen. Passende Klamotten gibt's nur in der Kinderabteilung und im Supermarkt sind die Hälfte der Regale einfach unerreichbar. Klingt natürlich ziemlich ätzend, aber so etwa sieht der Alltag von etwa 100.000 Kleinwüchsigen in Deutschland aus. Laura ist eine von Ihnen. Wir haben die 18-Jährige besucht und mal geschaut, wie sie mit 1,30 Meter ihr Leben richtig gut meistert. Sehr gute Einstellung, das sollten wir alle auch. Am Sonntag ist Muttertag und zur Feier des Tages gibt's richtig was zu gewinnen. Eine Kette und ein Armband von Tiffany, Gutscheine von Douglas und Zalando, Gesamtwert von 1000. Ihre Nummer zum Glück, dort bitte das Kennwort Mama nennen oder Mama per SMS an 3x4, 3x1 schicken. Übrigens, jeder, der eine SMS schickt, kriegt einen 5-Euro-Blumengutschein für Umme mit aufs Handy. Also los geht's, gleich gibt's den Trend. Bis gleich, weiter. Das Mikro geht nicht. Der absolute Schrei, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Was würden Sie davon am liebsten anziehen? Dann nehmen wir doch lieber einen Kaktus, oder? Also, viel Spaß mit dem Taff-Trend. Kuss an Mama an dieser Stelle. Schönen Feierabend, tschüss. Und ich knutsche auch unsere Kinder aus Bonn vom Förderverein der krebskranken Kinder. Es war toll, das Wochenende mit euch.